Servus Leute und seid herzlich willkommen zur zweiten Folge der WWE-Karriere. Und ja, in der letzten Folge habt ihr es schon gesehen, wir sind bei der NXT rausgeflogen. Oder wir waren bei der NXT, haben dann den Vertrag bekommen und sind dann wieder aus der NXT geschmissen worden, weil uns ein Fan attackiert hat. Und irgendwie kommt es mir wirklich so vor, als wäre das Cole Quinn. Und irgendwie traue ich irgendwie Triple H in letzter Zeit auch nicht. Also gerade irgendwie auch nicht so. Ich nehme das gerade direkt wieder nach der ersten Folge auf. Irgendwie traue ich dem Triple H nicht, weil mir kommt es irgendwie so, als wäre er das gewesen und er mag uns einfach nicht und will uns einfach nicht bei der WWE. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Let's go! Just a minute. Wakey, wakey, Jake the Snakey. It is too early for that to be funny. Sorry, I couldn't wait to tell you the good news. Triple H called and wants to offer me a contract again? No, better. What could be better than that? Well, after news of your NXT contract being pulled hit the internet, your fan fight video went viral. It's over 2 million views now. Sorry, make that 2.2 million. So, a whole lot of people have watched me throw my career away. Why is that a good thing? Because controversy creates cash. My phone's been blowing up. Everyone wants to book you now. You're the hottest thing on the indie scene. And based upon the principle of supply, there's only one of you. And demand, like I said, is high. Your rate is skyrocketing. Okay, this could be good. It could be very good. We could turn chicken crap into chicken salad, if you know what I'm saying. I don't think I get it. You're gonna stick it to Triple H and WWE by making your own success in the indies. You'll be way bigger than you ever would have been in NXT or WWE, and we'll do it together. So what do you say? Are you in? I mean, what other choice do I have? I'm in. All right. Now, go brush your teeth. Your breath is terrible. It's too early for this. So, jetzt haben wir hier Kapitel 2 Belohnungen. Also, wir haben jetzt schon Kapitel 2 anscheinend abgeschlossen. Also, das geht auf jeden Fall schnell. Also, mich interessiert gerade, wie viel Kapitel das überhaupt hat. So, jetzt haben wir hier eigentlich fast wieder dasselbe bekommen. 310 von den Punkten hier. Ja, also, geht auf jeden Fall schnell. So, und dann sind wir jetzt eine Woche vorgesprungen. Und dann klicken wir hier jetzt auf Weiter. Somebody want to explain to me what's going on here? Give me a minute. Welcome to the new reality of BCW. Because of all your online hype, we sold out our usual allotment of tickets a few days ago. But since I'm an entrepreneurial genius, I pulled some strings with the school principal, allowing us to move the show outside. Therefore, doubling our capacity. All right, good work. But that's not all. See those fancy video cameras and that nice gentleman I was just speaking with? Yeah? For the first time ever, BCW will be live streaming our event around the world on pay-per-view. So anyone who's not lucky enough to see Buzz in person can still watch him do his thing from the comfort of their homes for a small but fair fee. Isn't it great? Yeah, it's great. Question, who is Buzz? Oh, that's your new nickname. You know, because of all the social media buzz you're generating. Don't worry, you'll get used to it. Buzz? It's all turning into chicken salad, my friend. Yeah, speaking of making things not crappy, have you seen Cole? I feel like I should talk to him before our match tonight. He's around here somewhere. And, oh, by the way, your match with him tonight is now Falls Count Anywhere. Thought you two could have some fun with all the extra space out here.
fun. Yeah, you really have an odd definition of the word fun. Okay, wir haben dann auf jeden Fall hier im Freien, also in einer Luftarena oder wie man das nennt, gegen Cole mal wieder ein Match. Und zwar ein Force Count Anywhere Match, irgendwie so. Und dann können wir hier nochmal mit Baron Blade hier reden. Sollten Cole und ich heute Abend wirklich gegeneinander wrestlen, angesichts dessen, was nach unserem letzten Match alles passiert ist, haben wir jetzt eine fiese Vorgeschichte. That's exactly why you two should face each other. The fans are dying to see what happens next. In fact, I just heard so many people were trying to buy the pay-per-view that the website crashed. Ich schätze, die wollen uns echt dringend kämpfen sehen. Ist die Seite wieder online? Yeah, it was only temporary. And remember, it's Falls Count Anywhere tonight. So feel free to take the fight wherever you need to. Just as long as you don't damage the principal's car. She'll never let me do this out here again. Deal? Abgemacht. Also das war nicht schlecht. Der Witz gerade von ihm, dass man, also war das war ein Witz, weil, ne, also wir machen natürlich das Auto in Kappa. Und dann reden wir hier mit Cole Quinn noch. There he is. The man who drowned in his own rising tide. Come back to apologize to me for stealing my shot at WWE and immediately throwing it away? Look, I am not apologizing for anything, okay? All I want to say is that we don't need to have each other's backs, but with what Baron is planning to do, the least we could do is have each other's respect. All right? So, are we good? Oh, yeah. We're so good? I thought I'd introduce you to my new character I'm trying out tonight. You remember how Matt Bloom didn't like Mr. CQ and decided to give you a tryout instead of me? Sure. Smart decision. I'm calling myself Black Hole Cole. Because I have an energy so intense, nothing can escape it. What? Oh, you don't like it? Why? Not a fan of masks these days? You know, I find it really interesting that I was attacked by somebody wearing a mask, and next time I see you, you have a mask. Not to mention, you also had all the motivation in the world to do it. You're right. It was me. So what are you gonna do about it? You better tell me the truth right now. It wasn't me! I had a match that night 300 miles away. I got the gas receipts to prove it. But I could have hired somebody to do it. What? It was a joke! Man, relax! You're real funny. Real funny. We'll see who's laughing after our match tonight. Okay, wenn das jetzt stimmt, dass der ein Match gehabt hat, dann stimmt es ja, dass er es nicht war. Also das heißt, dass es irgendwer anderes war. Also immer noch Triple H oder halt er, aber ich wäre jetzt gerade irgendwie doch für Triple H. Aber natürlich dürfen wir hier auch alle anderen nicht außer Acht lassen. Und da gehen wir hier zum Match. False Count Anywhere Match. Also wir können überall mit unserem Cole dann hingehen. Oder wie heißt der jetzt? Black Hole Cole irgendwie so. Also keine Ahnung, wieso der sich jetzt so nennt, wegen seiner Maske dann anscheinend wahrscheinlich. Ja, weil er jetzt irgendwie ganz schwarz gekleidet ist oder so. Auf jeden Fall echt komisch, der Typ irgendwie. Ja, so, dann sind wir hier im, ja, in der Arena, kann man sagen, vielleicht. Also, ob man das sagen kann hier, bin ich mir nicht sicher, ob das eine Arena ist. Ich überspringe auf jeden Fall wieder den Einlauf hier. So, schauen wir mal, wo ist denn hier das Auto von der Rektorin Kappa? Und ja, überspringen wir den Einlauf. Da steht sogar unser Wagen. Let's go. So, dann sind wir hier auch im Kampf. Hier ist Black Hole Cole. Black Hole Cole. Ach du Scheiße. Warte. Was ist die Aufgabe? Bring Coles Gesundheit in den gelben Bereich und triff ihn dann mit einem Schlag an der Eingangsrampe. Okay. Also, das heißt, er muss im gelben Bereich sein, während wir dann beide draußen sind. Und dann muss ich ihn halt schlagen. Mal schauen, ob es wieder so einfach wird. Also, mit Braun Strowman war es ja nicht so einfach. Ja, also der konnte auf jeden Fall nicht viel, bin ich ehrlich. Vor allem im ersten Match war der auf jeden Fall gar nicht irgendwie hier.
Also, ihr könnt ja mal reinschreiben, soll ich auf schwer oder vielleicht sogar legendär hochstellen? Aber es kann natürlich auch sein, dass es nur wegen ihm ist, weil der erstens vielleicht schlecht... Oh! Oh! Da ist er wieder da! Aber wir kontern. Ah, und er kontert auch mal. Und dann haben wir wieder gekontert. Und jetzt darf einfach nicht er nochmal kontern. Und, okay, was machst du? Jawohl, komm. So, und er kontert. Das ist auf jeden Fall nicht gut, weil wir haben gerade keinen Konterbalken. Also jetzt kann er mit uns anstellen, was er will. Und er will uns pinfallen, Digga. Ja, komm, nicht mal eins. Bist du behindert oder so? So. Jetzt feiern wir uns hier nochmal und ja, pushen uns. Ach komm, und er kontert. Auto-Reverse. Halte R2 gedrückt, um einen Angriff zu kontern. Ja, gedrückt. Ach so. Ah, aber das geht nicht immer, oder? Ach, wenn sich diese Anzeige da unten füllt, oder? Ah, jetzt check ich alles. Also er ist schon im gelben Bereich. Wir sollten jetzt schon langsam rausgehen. So, dann gehen wir hier mal raus. Also der muss halt nur hinterherkommen. Ich weiß nämlich noch nicht, wie man das... Nein! Luki, geh da runter, Mann. Und Rev, geh weg. Luki? Okay. So, gehen wir jetzt hier mal auf die Eingangsrampe. Und jetzt mit einem Schlag, und das haben wir gemacht, okay, Erfolg. Und jetzt nicht das Auto der Schulleitung. Oh, auf unserem Van. Okay, jetzt haben wir hier wieder die normale Ansicht. Und jetzt haben wir gekontert. Und jetzt, komm, ich will auf jeden Fall hier draußen auch noch einen Signature machen. Und jetzt, komm, den Signature. Ach komm, ich brauche noch Energie. Ich brauche noch Ausdauer. Nee, ich hätte sogar machen können, ich voll honk. Aber er hätte ihn safe gekontert. Also, jetzt haben wir hier... Okay, jetzt können wir wieder kontern. Oh, was bist denn du für eine Bitch? Alter, der will uns überall immer nur so richtig easy. Okay, wir haben nicht gekontert. Okay. Ey, Luki, mach doch was. Ja, Mann. Come on. Haben wir... Jawohl, und da ist unser Signature. Und jetzt war der Prinkhole zur südlichen Absperre und triff ihn mit einem Schlag. Okay, komm, machen wir das... Nee, komm. Nee, wir geben ihm danach noch einen Finisher. Wir heben uns den auf. Mit einem Schlag? Okay. Wir müssen ihn mit einem Schlag treffen. So. Jetzt hier. Okay, da ist der Schlag, okay. Ich habe mich ganz ehrlich kurz konzentrieren müssen. Oh, und jetzt? Lol. Geil. Okay, komm, jetzt einen geladenen Finisher und dann ist er tot. Und er kontert auch nicht. Er kontert nicht. Und dann machen wir hier den Pin, oder? Darf ich schon pinnen? Ja, ich darf ihn pinnen. Komm, Chiri. 1, 2, 3 und er kommt nicht raus und wir haben gewonnen. Let's go, Luki Perni ist der Gewinner von dem Match gegen Black Hole Cole. Also der Name, den muss man sich auch mal erst einfallen lassen. Also, puh. Also so behindert muss man erstmal sein. Und dann gehen wir hier weiter und mal schauen, was jetzt so passiert. Weil mir kommt so vor, als würden wir auf jeden Fall Triple H wieder ein bisschen so auf uns aufmerksam machen irgendwie. That was amazing. The live crowd loved it. You managed to avoid wrecking the principal's car. And the pay-per-view buys were off the charts. You two will be getting nice bonus checks in the mail for that. Oh, I'll hand deliver yours since the last time I checked, you can't send mail to vans. That was quite the battle. It was. Sorry about your windshield. It's okay. Baron said he'd pay for it.
Hey, you're a lot tougher than I thought you were. You proved that tonight. And I didn't really get it before, but now I'm starting to understand why they're calling you Buzz. It's pretty much just Baron calling me that. It's gonna catch on. You'll see. Well, my bad for getting fired up about the mask earlier. We good? We're good. That's great, guys, but don't get too friendly because you'll be facing each other again soon in an even bigger rematch. I just need time to build something. Baron, since when have you built anything ever? Well, I'm not actually building it myself, but I am designing it. In the meantime, I have some great opportunities for both of you to build off the success of tonight's show. Cole, an up-and-coming promotion in Japan wants you to go wrestle for them. Ho, ho, ho! Even Japan can't escape the energy of Black Hole Cole. Right. Actually, they explicitly said to not do that character. They just want Cole Quinn. And Buzz, we are headed south of the border for a match versus Mexico's hottest luchador, El Mago! Es increíble! What? I took a few years of Spanish in high school. What? Guess that'll be useful on our trip. Hey, big things are happening for us in BCW. It's all coming together. Now, what do you say we bring it in for a big celebratory BCW handshake? Yeah. Also das heißt, Luki ist jetzt wieder Freund oder befreundet mit dem Cole Quinn oder ist jetzt das erste Mal mit ihm befreundet. Und jetzt können wir hier nochmal mit Baron Blade reden und Windschutzscheide ansehen. Also wir reden erstmal mit Baron Blade. It's huge that we're already expanding internationally. Our plan to take it to Triple H and WWE is working faster than expected. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen skeptisch, als du mir das alles zum ersten Mal erzählt hast. Aber bis jetzt läuft alles so, wie du meintest, okay. See? You just needed to trust me. Ich weiß, hast du denn irgendwelche Tipps zum Wrestling in Mexiko? Study up on some Lucha Libre footage. As you know, it's a completely different style. And if you accidentally drink the water there, make sure you wear brown tights. So, Windschutzscheibe können wir uns jetzt hier nochmal ansehen. Boah, was ist denn das, Alter? Is that a chunk of my skin? Gross. Scheibe reparieren, sie kaputt lassen. Ah, ich würde sie auf jeden Fall reparieren, weil sonst können wir mit dem Van auf jeden Fall nicht rumfahren. So, und dann können wir hier nach Mexiko und das machen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge. Und den Kampf dort machen wir auch, weil ich denke, das wäre auch ein kurzer Prozess mit dem. Aber mal schauen, ob das so ein richtiger Rey Mysterio ist, also... So einer, der auf jeden Fall viel so, ja, von den Seilen springt oder so. Oder halt von der Ringecke. Einige Tage später, also jetzt sollten wir in Mexiko sein. Und ja, kurz vor dem Kampf wahrscheinlich auch noch. Wakey wakey, earthquakey! We're having an earthquake? No, no, no. Just playing the wrestler wake-up game, man. Relax. You might want to choose a less terrifying wrestler name next time. Yeah, noted. We made it. Already? It really didn't seem like we were driving 2 days. Gee, I wonder why. It's because you've been asleep the entire 2 days. Hey, I need my genius promoter rest. Uh-huh. How do you say I need a shower in Spanish? Necesita un shower? I don't know. I don't remember the word for shower. You're a lot of help. Did you see that? What? That mask guy who attacked me, he's here. I just saw him. I think you're seeing things from being awake for so long. I'm telling you, that was him. How about you get some rest before your big match tonight? We need to keep all our momentum going. Can't have any setbacks due to hallucinations, you know. That wasn't a hallucination. All right. Wait, stop, pull over! What? What is it? Did you see him? No! I want to try some authentic Mexican street corn. You're the worst.
Also auf jeden Fall, wir haben gerade anscheinend so einen maskierten Typen gesehen. Aber irgendwie, warum Blade hat gesagt, dass wir uns das nur einbilden. Aber wir haben es gerade wirklich gesehen, er war da. Und das heißt, er muss auf dieser Show sein, also auf diesem Event in Mexiko. Also Triple H anscheinend wahrscheinlich dann. Oder natürlich Cole Quinn. Also Cole Quinn steht wirklich nicht außerhalb von der Verdächtigung jetzt, weil wir mit ihm Freund sind, sondern halt, weil ich würde sagen, auf jeden Fall, er ist jetzt auch ein heißer Favorit dafür, aber natürlich Triple H auch, aber wir dürfen uns auf jeden Fall jetzt hier nicht auf die zwei festlegen. Und jetzt gibt's hier den Kampf gegen irgendeinen mexikanischen Typen. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Und ja, Lucky Perry läuft hier ein zum Ring. Und ja, wir überspringen mal wieder hier alles, weil ich zeige euch einfach mal einmal pro Folge den Einlauf. Und dann reicht's auch wieder, würde ich sagen. Dann gehen wir rein in die Partie. Let's go. Und dann gehen wir hier rein ins Match gegen Luna El Mago oder so. Keine Ahnung. Bring El Mago in den roten Bereich und triff ihm in den Ring mit einem Schlag. Okay, in den roten Bereich, okay. Okay, wir haben gekontert. Das muss man noch verbessern, dass man da nicht immer gegen alte Seil rennt. Sorry, nur schlagen will. Okay. Komm, wir gehen mal wieder in den Ring. Jetzt ich eigentlich die. Ja, ich mach. Ich denke mal, hier darf man keine Stühle oder so nehmen, weil. Ey, ich will doch nichts. Ich bin wirklich nur zum Ringrichter gerade hingegangen. Aua, und er kontert. Ah, wir kontern leider nicht so. Ey, Digga! Was hast denn du für eine Körpermasse? Der will auch pinnen, Alter. Was ist denn bei euch immer los? Ihr seid so hoch motiviert immer. Ihr könnt ja mal reinschreiben. Soll ich auch vielleicht Online-Games mal machen? Würde mich interessieren, auf jeden Fall. Ja, er ist auf jeden Fall hoch motiviert. Hier sehe ich gerade. Und jetzt komm, wir kontern. Und er darf. Ey! Wie schwer ist das? Hä? Moin, Digga. In den roten Bereich. Ach du Kacke. Nee, ich sag jetzt nicht, der hat gekontert. Okay, er kann nicht kontern. Er kann nicht kontern. Leute, er kann gerade nicht kontern. Ah doch, er kann kontern. Weil er diese Anzeige da voll hat. Also diesen Kreis. Und jetzt kann er auch ganz normal wieder kontern. Aber er kontert, er kontert. Okay. Okay. Ah. Mach nen Pinfall, Digga. Und wieder. Nicht mal bis 1 kann der Schiri zählen. Also der ist auf jeden Fall jetzt schon mal schwerer als Cole Quinn. Wie kann ich denn hier jetzt wieder wechseln? Weil der hat jetzt irgendwie auf den Finisher gewechselt. Ey, ich vergesse gerade die ganze Zeit ernsthaft zu kontern. Das ist natürlich nicht so lecker. Ey, ich muss die Aufgabe machen, weil auf jeden Fall das wird wahrscheinlich wichtig sein. Man muss wahrscheinlich jedes Mal die Aufgaben machen und wenn nicht, dann kann man wahrscheinlich auch nicht gewinnen oder verlieren. Ja, er hat Signature. Also jetzt darf er auf jeden Fall nicht kontern. Und er kontert auch nicht. Okay, come on. Also, ja, er hat nicht gekontert. Let's go. Also, der Luki ist hier gerade on fire, sehe ich gerade. Und er kontert schon wieder nicht. Let's go. Wieder nicht, okay. So. Und jetzt hat er. Ich hab doch gekontert, Mann. Mach jetzt nicht dein Hey. Alter, geh doch nicht raus. Komm, wenn er jetzt rauskommt, gehen wir rein. Komm. Ach. Feigling. Ey. Perni. Im Ring sollen wir ihn treffen, okay. Wie kann ich denn jetzt hier diesen Finisher aktivieren? Okay, wir motivieren uns jetzt hier noch. Brr. Aber er hat auf jeden Fall noch
kein Signature. Und wir haben gerade sein Signature gekontert. Let's go. Und jetzt haben wir hier ein Finisher. Ach man, ich dachte... Ich hätte gedacht, ich kann den Finisher hier gleich ausführen. Aber ich muss jetzt wieder kontern. Ich muss kontern. Och, und er will pinfallen. Sag jetzt nicht. Oh, ist das klein. Ja, Mann. Come on. Ich will auf jeden Fall den Kampf nicht wieder wiederholen, weil das wäre nämlich nicht so gut. Och, come on. Oh, er hat Finisher, lol. Nein. Fuck. Nein, Pinfall. Okay, er Pinfall. Er Pinfall. Nein. Macht. Nein, er macht nicht diesen. Come on. Danke, Digga. Danke. Ey, Pian, ich steh jetzt auf, Alter. Ach, und er pinnt sogar noch. Ey, die war halt so klein wie eine Zeitung, ey. Lol. Also im WWE 2K18 habe ich wirklich gar nicht, weil ich im Pinfall rauskomme. Wirklich. Einfach nur so schlecht wie ein Esel, Digga. Come on. Mann, ja, ich kann auch mal wieder. Und er kontert zurück. Er kontert. Was ist das? Ja, mach halt Rey Mysterio, Digga. 619, Alter. Ja, komm, spring. Spring, komm. Ja! Ich hab perfekt gekontert, Digga. Ja, und jetzt hier unser Finisher. Und jetzt, er ist jetzt hier. Mit einem Schlag muss ich ihn treffen. Und da haben wir's, okay. Komm mal, was passiert jetzt? Jetzt schleudert er ihn in die Ecke. Er kontert nicht, so, was passiert? Oh. What? Alter, wer ist das? Ey. Ey, der Schiri bricht ab. Der Schiri bricht ab. Das Match wurde ja abgebrochen jetzt hier, weil hier dieser maskierte Typ aufgetaucht ist. Okay, wir klicken jetzt auf Weiter, weil jetzt wird's spannend. Also das kann auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall uns weiterbringen, was hier überhaupt passiert ist. Es kann natürlich sein, dass es irgendein Fake ist, aber ich denke mal nicht, weil woher sollte der die Maske haben eigentlich? Und ja, dann gehen wir hier auf Weiter und mal schauen, ob wir jetzt erfahren, wer das überhaupt ist. Okay, jetzt sind wir hier und können es erfahren wahrscheinlich. Now do you believe me? I guess so. Look. I don't know why you're doing this, but I am not gonna let you try to ruin my career ever again. Lo siento. Soy un fan y solo quería atención. Perdóname, por favor. What's he saying? Did he admit to everything? No. He's a fan. He's just craving attention. He's a copycat. He's not the same guy. Let him go. Oh. Gracias, señor. Oye, ¿puedo tener un autógrafo? Er will jetzt auch noch ein Autogramm. Sag mal, was ist denn bei dir los? Du tust so, als wärst du unser, ja, Feind oder so. Also ich geb dir auf jeden Fall kein Autogramm, Digga. Not tonight, buddy. Vor allem, er hat auch noch unser Match abgebrochen. You didn't go quite as planned, but the match was still great up until the end. Any publicity is good publicity, right? You've still got the buzz going. I guess. I'm gonna take a shower. You mean ducha? I looked it up. Okay, dann war das auf jeden Fall nur ein maskierter Fan, also halt wahrscheinlich ein mexikanischer Fan, der uns erfolgt hat und halt das gesehen hat mit dem Maskierten und hat sich dann gedacht, ich mach das jetzt auch, ne? Und ruiniere ihm auch die Karriere, aber ja, dann haben wir ihn halt erwischt und ich würde sagen, das war's dann auch von dieser Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, ich würde mich freuen. Haut auf jeden Fall rein, bis zum nächsten Mal und ciao!